Anfang Februar, was war denn nochmal? Irgendwas war doch Fasching? Nein. Ah, genau. Ab heute zahlen die größten Konzerne des Landes endlich Steuern. Wer richtig viel Gewinn schaufelt, der muss rein rechnerisch in Österreich erst ab Februar Steuern zahlen. Ja, wirklich. Große Konzerne können ihre Gewinne einfach vor uns verstecken und Steuern damit vermeiden. Mit ein paar ganz simplen Buchhaltungstricks. Der Gewinn wandert einfach dorthin, wo fast keine Steuern fällig werden. Das geht eigentlich ganz einfach. Schritt 1. Der Konzern gründet eine Niederlassung in einem Steuersumpf. Also nein, keine Sorge, nicht wirklich so mit Büro und Mitarbeitern, nein, nein. Es reicht ein Briefkasten. Schritt 2. Die Fake-Firma stellt anderen Teilen des Konzerns Rechnungen aus. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt ist alles, wofür man echte Fantasiepreise verlangen kann. Lizenzen, Markenrechte oder Finanzprodukte. Schritt 3. Diese Rechnungen schmälern den Gewinn überall dort, wo hohe Gewinne auch höher besteuert werden und steigern den Gewinn des Briefkastens im Steuersumpf, wo er so gut wie gar nicht besteuert wird. Das ist aggressiver Steuerraub. Die Konzerne tragen einfach weniger bei für die Gesellschaft. Sie machen mächtig Gewinne und schmuggeln sie an uns vorbei in ihre Steuersümpfe. Und dafür müssen sie nicht mal in die Ferne schweifen. Die beliebtesten Steuersümpfe sind nicht die Bahamas oder Panama. Die allermeisten österreichischen Gewinne sickern eigentlich in die Schweiz, nach Irland, in die Niederlande oder nach Malta. Aber das passiert nicht nur in Österreich. In ganz Europa schmuggeln die Konzerne ihre Gewinne an der Steuer vorbei. Und das Bizarre? Dieser Schmuggel ist ganz legal. Und mit den nicht ganz so legalen Tricks verlieren wir Bürgerinnen und Bürger der EU jedes Jahr 1 Billion Euro. Also die unvorstellbare große Summe von 1.000 Milliarden Euro durch Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Steuerumgehung oder aggressive Steuerplanung. Anders gerechnet. Uns allen klauen die Konzerne auf diese Weise 2.000 Euro aus der Tasche. 2.000 Euro pro Kopf, die für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gerichte und nicht da sind. In Österreich verlieren wir heuer 1,3 Milliarden Euro an Steuerbeiträgen. Seit 2015 haben österreichische Unternehmen zusammengerechnet knapp 8 Milliarden Euro an Steuern einfach verschwinden lassen. Dabei stellen wir genau mit diesen Steuern, die wir alle beitragen, den Unternehmen jede Menge zur Verfügung. Schulen und Unis, die qualifizierten Arbeitskräfte fallen ja nicht vom Himmel, Straßen, Schienen, Rechtssicherheit. Das nehmen sie alles gern, ihre Gewinne versteuern sie dann aber lieber woanders. Und wer zahlt die Rechnung? Wir, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Konsumenten. 80 von 100 Steuereuros kommen von uns. Und wir haben nicht die Möglichkeit, schnell mal eine Fake-Firma auf Malta aufzumachen, die dann an unserer Stelle keine Lohnsteuer zahlen muss. Aber auch kleine und mittlere Unternehmen können sich diese Steuertricks nicht leisten. Die tragen auch alle das ihre bei, während die ganz Großen die eingesparten Steuergelder noch dazu nutzen können, um die kleineren Konkurrenten vom Markt zu drängen. Und statt dem Steuerraub endlich einen Riegel vorzuschieben, senkt die Regierung jetzt die Körperschaftssteuer, also die Steuer auf die Unternehmensgewinne, noch weiter. 3/4 der Einnahmen aus dieser Steuer kommen von nur 5% der Unternehmen. Den 5%, die den allermeisten Gewinn machen. Wenn wir diese Steuer also senken, dann sind die Nutznießer die profitabelsten 4000 Konzerne im Land. Die zahlen dann auf den Gewinn, der nach all diesen Tricks noch übrig ist, noch einmal weniger Steuern. Es wäre gar nicht so schwierig, das zu beenden mit einer Regelung für alle EU-Mitgliedstaaten. Schritt 1. Wir berechnen den Gewinn eines Unternehmens weltweit, statt wie bisher, wo jedes Land nur auf den Gewinn schaut, der in diesem Land ausgewiesen wird. Schritt 2. Wir schauen uns an, in welchen Ländern dieses Unternehmen überhaupt wen angestellt hat oder Geschäfte macht. Schritt 3. Wir teilen den Gewinn entlang dieser Dinge auf und besteuern ihn dann auch dort. Also, wenn ein Konzern 10% der Umsätze und seine Angestellte in Österreich hat, dann können wir 10% seines Gewinns besteuern. Und zwar mit unserem Steuersatz. Hat der Laden auf Malta 0 Beschäftigte und macht 0 Umsatz dort, dann kann er auch nicht 100% seines Gewinns dort versteuern. Was tun wir gegen den Steuerraub der Konzerne? Was ist deine Meinung? Schreib mir in die Kommentare und nächste Woche das nächste Video. Du findest Unternehmenssteuern interessant? Hier habe ich schon mal über die Körperschaftssteuer im Detail gesprochen.